Hallo YouTube, hier ist wieder die Stimme aus dem Hintergrund. Ich zeige euch heute den BioLite Camp Stove. Das ist ein Ofen, mit dem man natürlich kochen kann durch einfache Materialien, die man im Wald findet, Holz oder sonstiges, kann man also alles drin verheizen. Nebenbei produziert der Ofen auch noch durch die Abwärme so viel Energie. Das ist gerade das Besondere daran, dass man USB-Verbraucher laden kann, also Handys, iPhones oder Kameras oder sonstiges. Hier sehen wir dir kurz den Lieferumfang auch noch. Eine kleine Tragetasche ist mit dabei, der Ofen und eben diese Einheit. Funktionieren tut er ganz einfach. Ihr zündet den Ofen einfach an. Das heißt, ihr sucht euch Materialien, Holz, das ihr klein häckselt, klein knickt und damit reinsteckt. Und dann raucht es natürlich kurz, bis das Holz gescheit brennt. Dann habt ihr die Möglichkeit, über diesen Schalter ein Gebläse zuzuschalten. Die Energie für das Gebläse nimmt der Ofen durch die Abwärme. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie Akkus aufladen oder sonstiges. Habt da auch zwei Stufen und jetzt sieht man schon, wie schön das Feuer wirklich brodelt durch diesen Ventilator, eben wie die Glut richtig angefacht wird. Wir kochen natürlich auch gleich mal drauf. Das heißt, wir schauen jetzt mal 500 ml Wasser, versuchen wir mal da drauf zu erhitzen. Und das ist wirklich wahnsinnig schnell zum Kochen gebracht worden. Ich würde mal schätzen, ungefähr 4 Minuten. Hier sieht man auch nochmal schön, wie wirklich dieser Ventilator die Flammen entfacht und mit richtiger Energie. Es sind einige kW, die der damit raushaut. Jetzt sieht man, das Licht hier unten ist grün, das heißt, der USB-Port ist einsatzbereit. Jetzt stecke ich mal mein Ladegerät hier an. Und dann sehen wir, das iPhone wird geladen. Und es geht vom Laden ungefähr wirklich so schnell wie an der Steckdose, vielleicht einen kleinen Tick langsamer. Das ist also wirklich ein super Gadget, gerade für den Outdoor-Bereich, wenn man unterwegs ist, wo es eben keine Stromversorgung gibt, weil man eben die Möglichkeit hat, das iPhone dadurch zu laden oder sämtliche andere Verbraucher, die man so dabei hat. Das Wasser brodelt auch nach kürzester Zeit. Nachlegen ist ein kleines Problem, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil man eben nur von oben nachlegen kann. Da muss man mal aufpassen, dass man nicht brennt, aber nach kurzer Übung hat man das auch raus. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Ofen. Ich habe ihn mir bestellt zum Ausprobieren. Hätte nicht gedacht, dass der wirklich so toll funktioniert und der USB-Anschluss auch wirklich so viel Energie freigibt, dass man da wirklich auch ein Handy mitladen kann. Ich hoffe, diese Kurzreview hat euch gefallen zu dem BioLite Camp Stove. Ich setze noch einiges in die Videobeschreibung als Infos. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen +1 oder einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Und schaut euch doch meine anderen Videos auch noch an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.